Vor ein paar Wochen habe ich mir dieses Teilchen hier in der Drogerie gekauft. Es ist schon ein bisschen benutzt. Das ist immer ein gutes Zeichen bei mir. Was ich von dem Produkt hier halte, das ist nämlich der Cleanser von Balea Beauty Expert. Das erzähle ich dir nach dem Intro. Ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen hier ja auch sehr viel über Skincare, über gute Skincare. Und da hat ja Balea richtig krass aufgeholt mit dieser Balea Expert, Beauty Expert Reihe. Und ich war natürlich ganz interessiert, als dieses Teilchen mit rausgekommen ist, weil es stark an den No Cleanser erinnert. Habe ich schon vorgestellt, kann ich dir mal unters i legen. Schau einfach mal unters i. Und da war es mir natürlich wichtig, dieses Produkt dann natürlich auch so ein bisschen zu vergleichen. Aber ich muss an der Stelle schon sagen, er ist anders. Er ist wirklich anders. Er ist milder auf jeden Fall. Wer den No Cleanser nicht vertragen hat und da gab es doch die ein oder andere Stimme, der könnte es eventuell mal mit dem hier versuchen, weil der ist definitiv nicht so stark. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, ich habe eine recht robuste Haut. Du musst das trotzdem ausprobieren, auch wenn ich das so sage, weil ich reagiere nicht auf Säuren. Ich verwende Säuren schon relativ lange, musst du es trotzdem ausprobieren. Auch wenn der Hersteller auf der Homepage sagt, morgens und abends anwenden und du hast noch keine Erfahrung mit Säuren, darfst du das Produkt trotzdem erstmal nur einmal pro Woche einmal ausprobieren, um zu gucken, was sagt meine Haut da? Ne, also so Säuren immer einschleichen. Ich packe immer wieder gern die Geschichte von Paula's Choice aus. Vor Jahren haben wir Pressesamples geschenkt bekommen oder geschickt bekommen, weil wir für Paula's Choice was gemacht haben. Es waren einige Blogger und da war ich natürlich auch mit drunter. Und wir waren blauäugig und wir haben uns diese Sachen jeden Tag aufs Gesicht geschmiert. Und es waren einige, das war nicht nur ich. Und ich sah natürlich nach kürzester Zeit aus, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und so eine Säureverätzung ist natürlich zu vergleichen wie mit einem Sonnenbrand. Nicht falsch verstehen, das ist nichts Schädliches. Aber wenn es deine Haut nicht verträgt oder noch nicht verträgt, dann musst du vorsichtig sein mit Säuren. Auch wenn das hier ein Cleanser ist und du den Cleanser runterwäschst. Das ist natürlich die mildeste Art und Weise, mit Säuren umzugehen. Das Runterwaschen wieder ist eine tolle Sache. Aber nichtsdestotrotz kann es da eben auch zu Hautreizungen kommen. Sei da also vorsichtig. Fang einmal pro Woche an. Also mach das mal an einem Tag und probier so, wie deine Haut darauf reagiert. Wenn du merkst, so, die kann das abhaben, deine Haut reagiert den ganzen Tag über nicht, dann lass mal einen Tag dazwischen und probier es nochmal aus. Was macht deine Haut dann? Na, also immer auch so ein bisschen drauf gucken, wie reagiert die Haut? Kann die Haut das irgendwie vertragen? Nicht gleich in die Vollen gehen und denken, na, die Haut wird sich schon dran gewöhnen. Die reagiert jetzt zwar, aber da gewöhnt sie sich dran. Nie gut. Die Haut braucht immer so eine Angewöhnungszeit und solche Produkte wirklich einschleichen. Auch wie gesagt, wenn das die mildeste Art und Weise ist, eine Säure zu verwenden. Wir haben hier den pH-Wert 4 bis 5, ist also nicht ganz so schlimm. Und wir haben AHA und PHA. Die AHA-Säure ist keine Glykolsäure, das ist die aggressivere AHA-Säure. Nee, es ist Milchsäure. Ich habe mal ein Video über die ganzen Säuren gemacht, das werde ich dir einfach auch mal unters i legen. Kannst du mal reingucken. Und ich habe mir schon ein bisschen Zeit wieder gelassen, aber Zeit gelassen in Form eines Cleansers bedeutet bei mir immer 2 Wochen oder so, weil ich so Produkte echt schnell aufbrauche. Wir haben uns vor kurzem auf Discord darüber unterhalten, was für mich das wichtigste Produkt ist. Das ist zum einen die Reinigung. Ich kann schon einmal die Reinigung sausen lassen, kein Problem. Aber am zweiten, dritten Tag kriege ich dann schon Probleme, weil ich muss meine Haut sauber reinigen.
Also jetzt nicht so quietschsauber, sondern ich muss sie halt einfach reinigen. Denn ich habe große Poren und die verstopfen. Ne? Also da geht kein Weg bei mir dran vorbei. Reinigen muss. Und dann muss natürlich auch eine gute Pflege her. Alles andere drumherum muss nicht. Sonnenschutz ist aber eine Pflicht. Und besonders, wenn du so einen Cleanser verwendet hast. Wenn du bis dato noch keinen Sonnenschutz verwendet hast und dir jetzt denkst, ich nehme das, kostet ja nicht viel, dann musst du einen Sonnenschutz tragen. Das geht nicht anders, weil da werden wirklich Hautschüppchen von deiner Haut entfernt, die noch zusätzlich ein Schutzschild vor der UV-Strahlung bieten. Nicht falsch verstehen, du musst trotzdem immer Sonnenschutz tragen. Oder sagen wir, du solltest Sonnenschutz tragen. Wenn du es bis dato noch nicht gemacht hast und jetzt noch zusätzlich deine Hautschüppchen von der Haut runternimmst, ganz schlecht. Hautkrebsrisiko verdoppelt sich da und ich sag's immer wieder, ich bin da wie, ich wiederhole mich da die ganze Zeit, ich weiß, aber es ist halt wirklich wichtig, denn ich krieg da immer noch Kommentare, ich krieg da E-Mails dazu. Und das ist wirklich ein wichtiger Fakt. Sonnenschutz muss sein und wenn du Säureprodukte verwendest, dann kommst du eh nicht drum herum. Ich finde es auch hier nochmal wichtig zu sagen, dass du, wenn du so Säureprodukte noch nie verwendet hast, guck dich mal durch deine anderen Produkte, die du dir ins Gesicht aufträgst, guck das mal an und schau mal, sind da Duftstoffe, sind da Stoffe, die meine Haut noch zusätzlich reizen können? Weil hier sind keine Duftstoffe dran. Na, also das ist wirklich auch wichtig. Wie gehe ich mit meiner Haut um? Ist das reizfrei? Sind da irgendwo Duftstoffe noch irgendwie enthalten, die irgendwie noch zusätzlich triggern könnten? Also es ist immer besser, dann wirklich die anderen Produkte erstmal dann auch noch wegzulassen, wenn da Duftstoffe drin sind, um einfach mal zu checken, vertrage ich das oder vertrage ich das nicht? Ich vertrage super gut. Meine Haut reagiert auf Cleanser mit Säuren. Das habe ich ja schon bei dem No Cleanser gemerkt, ne? Also das funktioniert einfach echt sehr gut bei mir. Und besonders, da ich eben vergrößerte Poren habe, ist halt so eine Sache, es hat meinen Hauttyp, ist das einfach eine gute Sache und das lieben meine Poren richtig, ne? Also die sind dann sauber, ich kriege keine Hautunreinheiten, überhaupt gar keine. Und wenn ich jetzt zusätzlich noch zu so einem Cleanser Niacinamid in meine Pflege einbaue, dann ist es einfach perfekt. Ich liebe das Zeug. Ich sage es jetzt nicht ohne Grund, ne, weil der ist fast leer. Also ich habe keine Probleme gehabt, den zu verwenden. Ich habe den gerade immer morgens genommen. Abends habe ich ein Öl verwendet. Muss aber an der Stelle sagen, deswegen gucke ich jetzt, dass ich die Review mache, weil er ist fast leer. Weil ich will ihn mir erstmal nicht nachkaufen. Weil ich hier einfach zu viel Zeug rumstehen habe. Ich bin Typ Ölcleanser, ich liebe das, das funktioniert für mich morgens wie abends, kein Problem. Und da würde ich den mir erstmal nicht mehr nachkaufen, aber einfach auch gucken, wie ist es so ohne wieder, wenn ich täglich Säuren anwende. Meine Haut, wie gesagt, kann das ab. Ich kann morgens wie abends auch so einen Cleanser verwenden, da passiert gar nichts. Es gibt aber auch andere Stimmen, die das gar nicht vertragen. Und wenn du merkst, wenn du das Produkt versuchst einzuschleichen und es geht nicht, deine Haut will das nicht, dann musst du damit abschließen. Dann geht es einfach nicht. Ne? Also probierst dann auch nicht weiter. Du schadest deiner Haut dann, wenn die reagiert und immer wieder reagiert. Wirklich gucken, ob du irgendwie Duftstoffe sein lässt, die du bei dir in deiner Routine drin hast, irgendwo. Oder einfach mal gucken, dass du, wie schon erwähnt, das nicht jeden Tag anwendest, morgens wie abends. Ne? Also das verträgt halt nicht jeder. Und meine Haut ist robust, ich habe fettige Haut, ich habe eine Meshhaut, ich habe große Poren. Und die kann da halt einfach ein bisschen mehr vertragen. Leute mit einer trockenen Haut sind da eher nicht so gut aufgestellt beispielsweise. Also da wirklich ein bisschen testen. Bloß bei mir das funktioniert, muss es bei dir wirklich nicht funktionieren. Ich weiß aber, bei mir vom Discord, die liebe Shania hat es auch ausprobiert und die ist auch ganz gut damit klargekommen. Ich finde aber, es ist die schwächere Variante von dem Produkt von No. Ne, also die sind nicht wirklich zu vergleichen, bloß weil die beiden Säuren enthalten sind im Cleanser. Es ist trotzdem ein bisschen anders. Der ist milder. Der ist besser zu vertragen.
ist meine Meinung. Wie ist deine Meinung? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Das ist wichtig, damit mein Zuschauer sieht, der Zuschauer hat eine andere Erfahrung, weil er eventuell einen anderen Hauttyp hat. Da also wirklich unten in die Kommentare schreiben. Mit 3,95 € ist das Produkt hier natürlich fast, ich glaube, 4 € billiger. Also man könnte sich überlegen, das einfach auszuprobieren. Ich bin ein großer Freund davon, dass die Routine nicht so teuer ist. Vielleicht ein teures Produkt, so ein bisschen Luxus in die Routine, in der Routine drin haben, so für ab und zu mal. Aber so Reinigung und so darf bei mir nie viel kosten, ne? Also da gebe ich meistens nicht so viel Geld aus. Wenn ich mal so Produkte teste und so, dann kann es schon mal passieren, dass ich ein teureres Produkt dabei habe. Aber wenn es günstig ist und dann noch in der Drogerie zu bekommen ist, ist das eine richtig coole Sache. Ich finde es einfach toll, dass die Drogerie da, was Skincare betrifft, einfach so aufgestockt hat. Und bei Reiniger macht man da einfach nichts falsch. Ich lieb's, wie schon erwähnt, so Säureprodukte. Meine Haut kommt da super mit zurecht. Es ist eine sehr subtile Wirkung bei mir. Es kann bei anderen halt eben, wie schon erwähnt, anders sein. Hast du das Produkt schon getestet? Was hältst du davon? Schreib das gerne unten mal in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.